Hey, hallo und herzlich willkommen im True Miles Podcast mit Kai Berke und mir, Wolfram Kläger. Hier geht es ums Reisen und zwar um großartige Reisen, das so günstig wie möglich. In diesem Podcast lernst du, wie das funktioniert mit Business und First Class, wie du am besten Meilen sammelst, Prämienflüge bekommst und noch viel mehr. Schön, dass du heute dabei bist. Auf geht's! Also gut, Episode 6. Heute geht es mal wieder um die Lufthansa. Die hat sich einiges vorgenommen für 2024. Über das neue Miles & More Statusprogramm haben wir hier im Podcast ja schon gesprochen. Guckst du vielleicht in Episode 4 nochmal rein. Heute geht es um die neuen Kabinen mit dem verheißungsvollen Namen Allegris, die es ab dem nächsten Jahr geben soll in allen Lufthansa-Fliegern. Wir müssen Kai fragen nachher. Kai, angeblich hätte das ja schon vor 5 Jahren passieren sollen. Wenn das stimmt, warum glaubst du, dass es nächstes Jahr tatsächlich passiert? Und was ist eigentlich daran so besonders? Erklär es mir. Hallo Kai. Hallo Wolfram. Also 5 Jahre, das stimmt nicht. Da muss man fair gegenüber der Lufthansa sein. Es sind 7 Jahre. Und also 2017 hat Lufthansa erstmalig verkündet, dass sie ihre Kabinen aktualisieren wollen. Das war geplant für 2019. 2019 hätten die neuen Boeing 777 ausgeliefert werden sollen. Das hat dann nicht geklappt, weil Boeing da Lieferprobleme hat, haben Zertifizierungsprobleme, konnten die Maschinen gar nicht bekommen. Kurzum, da war Lufthansa mal unschuldig dran. 2024 ist jetzt im Moment der Plan der Lufthansa, mit den neuen Kabinen an den Markt zu gehen. Ob das klappt, also wie gesagt, es zieht sich jetzt inzwischen 7 Jahre hin und ich sehe gar keinen Grund, warum es nicht noch 1-2 Jahre weitergehen sollte. Da ist doch einiges schiefgelaufen in der Zeit. Mhm. Was ist Besonderes an der Kabine? Erstmal, wer schon mal in der aktuellen Lufthansa Business Class oder First Class geflogen ist, der weiß, dass es da einen tollen Service gibt. Da kann man der Lufthansa überhaupt nichts vorwerfen, also jedenfalls in der Business und First Class. Absolut gutes Essen, gute Getränke, sehr guter Service. Keine Vorwürfe an der Front, aber das Bordprodukt an sich, also die Sitze, die Kabine, das ist doch schon sehr altbacken und sehr veraltet. Ich glaube, das letzte Business Class Update ist von 2012. Das heißt, sie fliegen ja schon 12 Jahre in der Gegend rum und damals, da ging es eher um solche Sachen wie, hat man jetzt ein flaches Bett in der Business Class, und heutzutage haben sich die Ansprüche komplett gewandelt. Ein flaches Bett ist inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Heute geht es um Privatsphäre und möglichst weit weg von dem nächsten Passagier zu sitzen. Das sind die Anforderungen von heute. Und ja, jetzt können wir gleich mal so ein bisschen gucken, deckt sich das mit dem, was sich Lufthansa 2017 ausgedacht hat? Oder ist das mittlerweile eigentlich auch schon wieder veraltet, was sich Lufthansa da einfallen lassen hat? Okay. Also in der First Class erwartet uns ab nächstes Jahr dann eine einzelne Reihe mit First Class im A350 ausschließlich. In den anderen Flugzeugtypen ist noch gar keine First Class vorgesehen. Sollen so ein paar, die Bestandsflotte, da ist ein bisschen unklar, wie das in der B747 laufen wird. Da ist relativ schwer, die neue First Class in die Nase des Flugzeugs zu packen. Das ist räumlich, die läuft halt ziemlich spitz zu, die Kabine. Das ist schwierig, da die jetzige neue Kabine reinzubauen. Das wird man also sehen, ob das überhaupt funktioniert. Also im Grunde genommen können wir erstmal davon ausgehen, im A350 kommen so ungefähr 20 Flieger in den nächsten 4 Jahren, also auch nicht alle im nächsten Jahr leider, sondern das ist eine Einflottung, die sich dann über mehrere Jahre hinzieht. Und werden dann 3 Sitze in einer Reihe sein. Und den mittleren Sitz, der ist so konzipiert, dass man da auch 2 Sitze draus machen kann und dass da dann auch ein Pärchen also fliegen kann, sodass es dann 4 Sitze oder sagen wir 3+1 Sitze sind. Und was das Neue an der Business Class Kabine sein wird, ist, dass eben jeder Passagier Zugang zum Gang hat.
Das war bisher nicht so. Ne? Wir haben bisher eine 2-2-2-Konfiguration. Das heißt, wenn du am Fenster gesessen hast, musst du immer über deinen Nachbarn drüber klettern, wenn du mal auf Klo gehen willst. Das ist heutzutage, das geht gar nicht mehr. Das gibt es bei den großen Airlines. Die haben das inzwischen alle umgestellt auf 1-2-1, sodass man immer jederzeit, ohne über irgendwen drüber klettern zu müssen, in den Gang treten kann. So, was hat Lufthansa 2017 gemacht? 2016, ein Jahr davor, ist United Airlines, Starlines Partner, mit einem neuen Produkt an den Markt gegangen, mit der Polaris Business Class. Die fliegt auch heute noch, das ist auch ein gutes Produkt, sehr solide. Und wenn man sich die Polaris anguckt, so vom Aufbau und jetzt die neue Lufthansa Business Class, dann fällt auf, dass sich Lufthansa da schon ein bisschen was abgeguckt hat. Also die Verschachtelung der einzelnen Sitze, die sind sehr ähnlich. Die Ausrichtung der Sitze ist sehr ähnlich. Also man hat sich offensichtlich so ein bisschen an der Polaris orientiert. Das war 2017 vielleicht auch gar keine schlechte Idee, weil das eben 2017 ein gutes, solides Produkt gewesen ist. Allerdings kam dann eben 2017, Anfang des Jahres, hat Qatar Airways, das war sozusagen der Urknall der Luftfahrt, hat Qatar Airways auf der ITB in Berlin Anfang des Jahres die neue Q-Suite vorgestellt. Die ist bis heute, ist das sozusagen das große, große heilige Fanal der Luftfahrt. Es ist die beste Business Class der Welt seit 7 Jahren in Folge. Jedes Jahr kriegen die bei Skytrax die Auszeichnung beste Business Class der Welt. Also Suiten in der Business Class gab es bis dahin nicht, dass man da eine Tür hinter sich zumachen konnte an seinem Business Class Sitz. Das war was komplett Neues und das hat also die Marke hochgesetzt und diesem Produkt läuft inzwischen jede Airline hinterher seit 2017. Also es geht heutzutage geht's um Privatsphäre. Es geht eben darum, dass man sich möglichst komplett abschotten kann von seinen Mitreisenden und deshalb sind Suiten heute sozusagen das, worüber geredet wird oder worüber nachgedacht wird. Ah, okay. Das heißt, da hat Lufthansa ein bisschen Pech gehabt, weil eben zu dem Zeitpunkt, als sie ihre neue Allegris vorgestellt haben, da gab es diesen Hype noch nicht. So, der setzte dann kurze Zeit später ein. Übrigens, ITB war Anfang 2017 und im Mai 2017 hat Qatar Airways das Ding schon in der Luft gehabt. Also da kann man mal sehen, wie ein neues Produkt eingeführt werden kann, wenn es funktioniert. Ne? Okay. Da ist nicht vorher lange drüber gelabert worden, ne? Und man hat dann irgendwie, sondern die haben es einfach gemacht. Wahrscheinlich liegt das doch alles an Corona, oder? Das muss man jetzt der Fairness halber muss man sagen. Klar, Corona hat da 2 Jahre lang die Pläne ein bisschen auf den Kopf gestellt. Könnte man sagen, okay, aber Corona war eigentlich auch eine gute Zeit, um die Flugzeuge mal auf den Boden zu bekommen. Da waren sie nämlich schon. Und dann hätte man im Grunde genommen das schon neu einbauen können. Aber fairerweise muss man sagen, da wussten die Airlines ja gar nicht, ob es jemals nochmal wieder Luftverkehr geben wird und unter welchen Bedingungen der dann stattfindet. Das muss man der Lufthansa zugutehalten. Allerdings gilt das natürlich auch für alle anderen Airlines. Und wenn man sich anguckt, was viele andere Airlines in der Zeit gemacht haben, nämlich doch so ein bisschen was verändert und an neuen Produkten gearbeitet, während Lufthansa halt immer noch sich selbst gefeiert hat, dann zieht Corona so für sich selbst genommen auch nicht so richtig. Mhm. 2018 hat Lufthansa, das ist glaube ich einmalig in der Geschichte, ich hatte gerade schon mal von Skytrax geredet. Skytrax ist eine Ratingagentur aus Großbritannien, die eben Bewertungen vornehmen und die Ratings vergeben. Und die vergeben unter anderem auch Sterne. Und das ist relativ bekannt, ist auch relativ umstritten, weil die Art und Weise, wie diese Sterne-Ratings zustande kommen, ein bisschen unklar ist. Es gibt den bösen Verdacht, dass Airlines, die sich beraten lassen, die also einen Consulting-Vertrag mit Skytrax haben, dass die dann vielleicht den einen oder anderen Sympathiestern bekommen würden. Das gebe jetzt nur wieder, was so gemunkelt wird. Mhm. Jedenfalls hat Lufthansa 2018 wie aus heiterem Himmel einen 5. Stern bekommen. 5 von 5. Es gibt, ne, also 5 Sterne ist das beste Rating, das man da bekommen kann. Wie bei Amazon. Waren also plötzlich,
waren also plötzlich auf einer Stufe mit Qatar Airways, mit Singapore Airlines, mit All Nippon Airways, also die ganzen Großen der Unterhaltungsbranche, hätte ich fast gesagt. mit denen stand Lufthansa jetzt also plötzlich auf einer Stufe. Und zur Begründung, warum Skytrax diesen 5. Stern vergeben hat, hat man gesagt, naja, die haben ja vor, eine tolle neue Kabine einzuführen. Also für die Ankündigung, ja. Für die Ankündigung alleine gab es schon den 5. Stern. Und was hat Lufthansa gemacht? Die haben sich also reingehauen, haben gesagt, wir müssen jetzt von morgens bis abends, müssen wir hart arbeiten für diesen 5. Stern und müssen der Welt zeigen, dass wir den 5. Stern vollkommen zurechtbekommen haben. Ja. Nein, Spaß beiseite, das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben Marketingkampagne gemacht, 5-Star-Hansa und was es denn irgendwie alles gab. Also sie haben diesen 5. Stern ausgeschlachtet ohne Ende, ohne auch nur irgendwas am Produkt zu verändern in Richtung 5 Sterne. Das Ganze ging bis 2022 und dann hat Skytrax gesagt, wir warten jetzt also auch schon 4-5 Jahre auf die neue Kabine, für die wir euch den Stern gegeben haben. Und da kommt nichts. Und dann hat man, ohne da großes Gewese von zu machen, hat man den 5. Stern wieder kassiert. Und seitdem ist Lufthansa wieder nur noch eine 4-Sterne-Airline. Ja, die Story finde ich wirklich lustig. Es ist tatsächlich auch was dran an der Geschichte. Das kommt ja noch dazu. Eine lustige Geschichte ist das eine, aber zu gucken, Was haben die da eigentlich abgeliefert? Naja, ja. Die Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen geht also immer so munter so weiter. Erst hat Boeing es versemmelt. Die sind mit der 777, mit der neuen, nicht an den Start gekommen. Das sind sie bis heute nicht. Also die hätte 2019 ausgeliefert werden sollen. Jetzt geht man davon aus, 2025 könnte was werden. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber auch erst 2027. Weiß man nicht so genau. Das ist vollkommen offen. Dann ist Boeing auch mit dem Dreamliner, die 787, hätte jetzt eigentlich schon Ende 2022, war die erste optimistische Schätzung. Das ist nichts geworden. Dann hieß es ja so im Frühjahr, vielleicht Sommer 2023, kommt der neue Dreamliner, also die 787 mit der neuen Kabine. Das hat dann auch nicht geklappt. Lufthansa hatte schon im Mai eine Pressemitteilung angekündigt. Also sie haben eine Pressemitteilung gemacht, in der sie angekündigt haben, dass sie demnächst eine ganz wichtige Pressemitteilung rausgeben werden. Da hätte es also darum gehen sollen, welches ist das erste Ziel der neuen Allegris-Kabine? Also wo fliegt die das erste Mal hin? Es wäre übrigens Bangalore gewesen. Können wir vielleicht nachher noch eine kleine Wette drauf abschließen, wenn denn irgendwann die Allegris mal in der Luft ist und tatsächlich fliegt, wo fliegt die als erstes hin? Ich wette, sie fliegt nach Bangalore, nach Indien. Jeder, der dagegen wetten will, bin ich gerne zu bereit und ich spendiere. Schickt uns eine Mail. Ja. Wenn ich verliere, spendiere ich dem Gewinner in einer First-Class-Lounge seiner Wahl ein Glas Champagner. Kostet mich dann ja nichts. Naja. Okay. Jetzt mittlerweile sieht es so aus, als wenn der A350, davon hat Lufthansa auch, ich glaube 20 oder sind es wahrscheinlich sogar noch mehr, bestellt. Jetzt sieht es also so aus, dass die erste Maschine mit der neuen Allegris dann also ein A350 werden könnte. Mhm. Du erinnerst dich, eingangs hatte ich gesagt, der A350 soll eine First-Class-Kabine haben. Ja, aber das klappt nicht. Da gibt es Lieferengpässe bei dem Sitzhersteller. Also ich meine, alles, was schief laufen kann, so in der Welt der Luftfahrt, läuft im Moment wirklich gegen Lufthansa. Das muss man so hart sagen. Mhm. Die haben den Auftrag vergeben an die drei größten Sitzhersteller der Welt, um eben das so ein bisschen auszufedern. Die haben sich gesagt, okay, ein Sitzhersteller alleine, der kann unsere ganzen Maschinen gar nicht ausstatten. Da verlassen wir uns auch nicht drauf, sondern wir beauftragen drei. Und die scheinen jetzt alle versagt zu haben. Jedenfalls die First-Class-Kabine wird nicht fertig. Jetzt überlegt Lufthansa also im Ernst, die wollen natürlich die Flugzeuge auch in die Luft bekommen. Das ist ja auch Geld, das sie verlieren. Ne? Jeden Tag, den das Flugzeug nicht fliegt, wird halt irgendwie kein Umsatz gemacht. So, deshalb
Iberia hatte letztes Jahr ein ähnliches Problem. Die hatten auch ein neues Produkt, dann kamen auch die Sitzhersteller mit der Produktion nicht hinterher. Die haben dann in der vorderen Reihe aus Statikgründen haben die dann eine leere Reihe Economy-Sitze eingebaut. Einfach damit das Flugzeug nicht irgendwie schief liegt. Ja, werden denn da ein paar Economy-Sitze reingeschraubt, damit man dann wenigstens in der Business Class das neue Produkt irgendwie vorstellen kann. Mhm. Ja, ob das so läuft oder ob vielleicht doch noch irgendwo ein paar First-Class-Sitze hergezaubert werden können, ist im Moment unklar, gibt es keinen Wasserstand zu. Dann hat man sich, also als wenn die Tragödie nicht schon Ausmaße genommen hätte, die wirklich ausreichen, hat man sich an das Thema gewagt, okay, was machen wir denn mit der Bestandsflotte? Also Retrofit heißt das im Airline-Sprech, ja. Wenn man also alte Flugzeuge einfach neu aufmotzt, wenn man da eine neue Kabine aufbaut, ja. Einbaut. Und jetzt habe ich mir, ich bin ja nun auch kein Flugzeugbauer und auch kein Interieurminister, der sich mit solchen Sachen irgendwie auskennt, habe mir dann auch gedacht, na okay, dann schraubt man halt die alten Sitze raus und man schraubt neue Sitze rein, wenn man sie denn hat. Ja, so habe ich mir das auch vorgestellt. Ne? Ich dachte, 2024 geht das los, da machen die einen Flieger nach dem anderen fertig. Aber mir geht gerade ein Scheunentor auf, das ist offensichtlich nicht so. Ja, also im Moment heißt es Mitte 2024 sollen die ersten neuen kommen und ich glaube nicht, dass man mit dem Retrofit anfängt, bevor die neuen Flugzeuge kommen. Ja. Das können die eigentlich nicht machen. Die werden schon warten, bis jetzt die neuen Flugzeuge in die Flotte kommen und werden dann anfangen, einzelne Flugzeuge am Boden zu behalten. Und eben, es dauert so 4 bis 6 Wochen, bis man ein so ein Flugzeug umgebaut hat, die dann Stück für Stück nachziehen. Mhm. Denn im Moment, die Flugzeuge, die sie jetzt haben, die brauchen sie auch in der Luft, können sie sich nicht erlauben, dass sie lange stehen und rumstehen und dann irgendwie neu bestuhlt werden. Neu bestuhlen, wie gesagt, hätte ich gedacht, kein Problem. Man schraubt alte Sitze raus, schraubt neue Sitze rein. Ja, und irgendwann kam dann wohl, da sitzen 20 Manager, sitzen seit 7 Jahren in diesem Zimmer irgendwie eingesperrt und denken von morgens bis abends darüber nach, wie können wir dieses neue Produkt irgendwie absolut perfekt machen. Und nach 7 Jahren kommt dann einer auf die Idee und sagt, sag mal, was ist denn eigentlich mit den Toiletten? Brauchen wir die noch? Ja, und das ist genau das Problem. Man braucht Toiletten und die Toiletten sind schon eingebaut. Und zwar an einem bestimmten festen Standort. Ja, ja. Wenn du jetzt neue Sitze hast, dann haben die in aller Regel nicht die gleiche Größe, nicht die gleichen Abmessungen wie die alten Sitze. Und das heißt, das wird dann schwierig. Man kann so einen Sitz ja nicht in der Mitte durchsägen und sagen, da ist jetzt der Toilettenkasten und deshalb kann da jetzt nur noch ein halber Sitz davor oder dahinter. Kurzum, das ist ein größeres Problem. Robert. Ja, genau. Ja, nicht schlecht. Die Idee hätte von Lufthansa kommen. Ja. Aber im Ernst, das funktioniert also gar nicht, so wie die sich das denken. Jetzt würde man annehmen, da sitzen Leute, die sind, ich will gar nicht jetzt mit Sozialleid anfangen und dass sie hoch bezahlt sind oder so, aber da sind Leute, die beschäftigen sich mit solchen Dingen ja Tag ein, Tag aus. Dass da nicht irgendwie die Frage auftaucht, sag mal, was machen wir denn mit den Toiletten? Passen da eigentlich die neuen Sitze rein? Kann das mal einer ausmessen? Kann mal jemand einen Zollstock nehmen und rübergehen und mal ausmessen, ob der neue Sitz da reinpasst? Hat offensichtlich keiner gemacht. Es sind ja nicht nur die Toiletten, die Bordküchen sind halt irgendwie auch fest verbaut. Und da sind Kabellagen, da sind Stromanschlüsse, alles und so. Das kann man nicht einfach so, okay, wir machen das mal 2 Meter nach hinten, das geht nicht. So, jetzt ist es mir auch klar, ich hätte vermutet, dass das einem Experten, dass man über die Frage schon mal früher stolpert. Das ist also der A350, da gibt es also offensichtlich Probleme beim Retrofit am Ende. Jetzt letzte Woche hat man sich dann die Boeing 747 vorgenommen. Das ist ja unser schönes Bild als Titelbild auf dem YouTube-Kanal. Und die hat ja einen Buckel. Das ist das Spannende an der B747, dass sie 2 Decks hat. Ne? Das Main-Deck unten ist das breitere und oben ist dann so ein Buckel draufgesetzt, ein schmalerer Buckel, wo dann nochmal Sitze verbaut sind. Da hat Lufthansa bisher ich glaube 20 Sitze, 20 Business Class Sitze da oben. Die First Class ist unten im Main Deck, ganz vorne in der Nase. Und die Business Class ist eben mit 20 Sitzen oben im Oberdeck. Mhm. Auch da hätte ich gedacht, okay, man schraubt die alten Sitze raus, man schmeißt die neuen Sitze rein.
Da ist auch gar nicht so sehr das Problem, wie das mit den Toiletten und so funktioniert, weil da keine Toiletten in der Mitte irgendwie verbaut sind. Da ist das Problem die Statik, denn diese neuen Sitze, die haben halt ein bisschen mehr Verschalung und ein bisschen mehr Privatsphäre und das wiegt mehr. Und dieses Oberdeck, das ist ja quasi nur aufgeklebt auf das Dach sozusagen. Ja, ja. Ne? Und entsprechend gibt es da Limits für die Gewichtzuladung oder für das Gewicht, das man da drauf packen kann. Das war auch keinem klar vorher. Da hat auch keiner in den letzten 7 Jahren irgendwie drüber nachgedacht. Das ist jetzt also auch ein Riesenproblem. Jetzt wird also überlegt, man lässt vielleicht oben erstmal die alten Sitze drin, die 12 Jahre alten. Vielleicht zum halben Preis. Also bisher ist es so, dass die Sitze oben im Oberdeck die beliebtesten sind, weil das so ein bisschen privater ist einfach. Ne? Da sind nicht 2-2-2, sondern da sind nur 2-2. Und das ist ein bisschen gemütlicher alles und so. Es kann aber gut sein, dass das in Zukunft dann eben die Billigplätze sind, wo dann noch die alte Business Class durch die Welt geflogen wird, weil die neuen Sitze zu schwer sind. Also ja, ganz... Da gibt es auch solche Decken, die man drüber werfen kann. Gerne mit Kranich-Logo. So Schondecken. Ein ganz billiger Update. Aber sag mal, die Branche, die Lufthansa muss doch dann auch langsam wirklich, Angst wahrscheinlich ist das der falsche Begriff, aber die Branche lacht sich doch tot über die Lufthansa, oder? Auch wenn du sagst, es gibt ganz andere Beispiele von anderen Airlines. Das ist doch dann irgendwann super, super peinlich. Ja, ich fürchte, an dem Punkt sind wir inzwischen. Jetzt steht natürlich der Alpaka von Qatar Airways nicht da und klopft sich auf die Schenkel und zeigt mit dem Finger irgendwie, haha, guck dir mal den Idioten an. So professionell sind die alle schon, aber natürlich ist das, also die Vielfliegerwelt, gerade die amerikanischen Blogs, Meilenblogs, die machen sich lustig ohne Ende über Lufthansa. Ja. Angefangen bei dem Namen. Es gibt in Amerika, und das ist ja auch der wichtigste Markt für die Lufthansa, die USA, es gibt da ein Antihistaminikum, das so ähnlich heißt wie Allegris. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, wenn man sein neues Bordprodukt nach einem Medikament gegen Heuschnupfen irgendwie benennt. Gibt sicherlich schlimmere Krankheiten, die man da haben könnte. Aber all solche Sachen passen halt einfach nicht in das Bild einer professionellen Markteinführung. Ne? Mhm. Das hätte man besser hinbekommen, glaube ich. Mhm. Ja, da ist auch viel schiefgelaufen, wofür die Lufthansa nichts kann. Ne, mit dem Sitzhersteller, mit Boeing, kommt 6 Jahre später mit der 777. Aber trotzdem hat Lufthansa auch genug eigene Fehler gemacht. Lufthansa hat zum Beispiel 2018 noch 20 A350 übernommen und eingeflottet mit der alten Business Class. Also die haben 2017 verkündet, auch schon mit Grundrissen und mit dem fertigen Sitz, wie das aussehen soll in Zukunft. Mhm. Und ein Jahr später kommen Flugzeuge, 20 Stück, von denen sie wissen, dass sie die nächsten 20, 25 Jahre in der Flotte sein werden und bekommen noch das alte Bordprodukt. Also man hätte das dann ja auch vorziehen können, vielleicht auch nicht. Irgendwas wird sich Lufthansa dabei gedacht haben, aber das sieht jetzt natürlich dann in der Retro-Perspektive sieht es halt einfach schlecht aus, wenn man dann die Zugänge, die man in die Flotte bekommen hat, auch nicht mit dem neuen Produkt irgendwie ausgestattet hat. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn das 7 Jahre dauert, dass die Leute dann irgendwie über einen lachen. Ja, aber sag mal, es ist doch ein Riesenunterschied dann doch. Also ich kann mir nur vorstellen, dass sie damit durchkommen, ohne dass wirklich im Spiegel und der Zeit und weiß ich, in der FAZ breit, habe ich noch nicht gesehen, da wird nicht breit drüber berichtet. Und ich kann mir das nur so erklären, dass es in der breiten Masse dann doch nicht so wichtig genommen wird. Also natürlich, die Meilenblogger, die zerreißen sich natürlich über alles das Maul, was sich irgendwie anbietet dafür. Aber ich glaube, dass der normale Fluggast, die Fluggästin, die interessiert es dann, glaube ich, dann doch nicht so stark, oder? Die Hauptsache, sie kriegen ein Ticket und das ist günstig und sie kommen an ihr Ziel. Kann das sein, dass das gar nicht so die Relevanz hat vielleicht? Nein, also für die Relevanz sorgt die Lufthansa ja selbst. Die machen ja regelmäßig Kampagnen mit Ankündigungen, okay, wann denn dieses neue tolle Produkt endlich kommt. Und
Ich glaube schon, dass es auch bei der Masse, also wir reden ja jetzt in erster Linie über Business und First Class. Ne? Es gibt Allegris auch in der Premium Economy und auch in der Economy, da ändert sich also auch was. Aber das ist jetzt nicht so wahnsinnig maßgeblich, meines Erachtens. Ja. Sondern maßgeblich ist, und das ist ja auch das, wo Lufthansa hinschielt, ist eben die neue Kabine in der Business Class vor allen Dingen. Denn das ist der Moneymaker. Ne? Also mit der Business Class macht die Lufthansa das Geld. Und es ist auch erklärtes Ziel und es wird auch offen kommuniziert, dass man mit dem neuen Produkt dann eben die Grundlage schaffen will dafür, dass man auch die Preise erhöhen kann und dass man dann eben auch Preise verlangen kann, die dann die erforderliche Marge bringen, mit der man als Airline langfristig überleben kann. Also es geht natürlich auch um Geld. Es geht nicht nur um den Komfort der Passagiere, sondern auch darum, dass Lufthansa meint, dass wenn sie mit einem neuen Produkt kommen, dass man dann auch so eine Art Luxuszuschlag da einführen kann. Insofern, die Erwartungen werden geweckt von der Lufthansa. Das neue Produkt wird ja solide sein. Es ist also jetzt nicht so, wenn das alles mal eingebaut ist und tatsächlich funktioniert, wie auch immer das mit den Statikproblemen und mit den Toilettenhäusern und weiß der Teufel, was denn laufen soll. Aber wenn das irgendwann läuft, dann wird das ein tolles Produkt sein. Man wird damit nicht in der ersten Liga spielen, ne, aber man wird so zu den Top Ten aufschließen, sage ich mal. Und ja. Das ist ja schon im Vergleich zu dem Produkt, das man bisher eben so durch die Welt fliegt, das 12 Jahre alt ist und das einfach komplett hinten dran ist, ist das schon ein Wert an sich. Also zu behaupten, wenn jetzt die Lufthansa mal fertig wird mit Allegris und das ausgerollt ist, zu behaupten, dass sie dann die beste Business Class der Welt haben und die beste First Class der Welt, das ist dann immer noch ziemlich weit vorne, oder? Das ist übertrieben im Vergleich zu anderen Airlines gesehen. Naja, ich sag mal so, die First Class, die neue First Class hat das Potenzial, die beste Business Class der Welt zu werden. Okay, man achte auf das Wording. Das ist so eine kleine Spitze, die man jahrelang immer gegen British Airways verwendet hat, wo man immer gesagt hat, die haben eine lausige First Class gehabt über all die Jahre. Und dann hat man immer gesagt, die British Airways First Class ist die beste Business Class der Welt, weil sie eben eigentlich vom Niveau her nur Business Class ist. Die beste Business Class der Welt, beste First Class ganz sicher nicht. Wobei die First Class, wenn man sich das Produkt anguckt, das sind abgeschlossene Suiten, die haben riesengroße Monitore in den Suiten. Das sieht schon nicht schlecht aus. Da kann ich mir vorstellen, dass die damit auch reüssieren können. Aber beste First Class der Welt, da tue ich mich schwer mit. Okay. Ja, sag mal, danke erstmal für diese Klarstellung. Es ist mir so einiges klar geworden über das Wenige, was ich wusste, wie gesagt, aus der breiten veröffentlichten Meinung. Was ändert sich daran jetzt was? Also wir gehen jetzt einfach davon aus, Lufthansa strengt sich jetzt wirklich an und 2024, da macht es Rums und ein Flieger nach der anderen wird mit Allegris ausgestattet und so weiter. Aber was ändert sich dadurch meilentechnisch für uns Meilensammler irgendwas oder bei Meilen einlösen? Hat es irgendwelchen Einfluss, ob da eine Allegris oder keine Allegris oder Kranichdecke über dem Sitzen? Das ist die große Frage. Lufthansa hat in der Hinsicht einen kleinen Testballon gestartet und haben vor einem Jahr den sogenannten Business Season Tarif eingeführt. Prämienverfügbarkeiten sind ja überall ein Problem und überall ein Thema. Mhm. Und das hat Lufthansa zum Anlass genommen anzubieten. Wir geben mehr Verfügbarkeiten frei für Prämienflüge in der Business Class. Aber ihr müsst das Doppelte bezahlen dafür. Das ist ein ziemlich unmoralisches Angebot. auch wenn Lufthansa damit nicht alleine ist. Wenn wir ehrlich sind, Qatar Airways macht genau das Gleiche. Die sagen also, wir haben wenig Verfügbarkeiten für einen sehr hochattraktiven Preis. Da werdet ihr aber wahrscheinlich kaum irgendwie einen Platz finden zu der Zeit, wann ihr fliegen wollt. Oder ihr könnt bessere Verfügbarkeiten für einen doppelten Preis bekommen. Also das ist nichts Neues und das scheint mir bei Lufthansa der Einstieg zu sein, den sie machen wollen, wenn Allegris kommt. Ich habe den Verdacht, dass von der generellen Frage, die ich ja schon mehrfach aufgeworfen habe,
Gibt es irgendwie eine Meilenentwertung im nächsten Jahr bei Miles & More? Von der mal abgesehen, glaube ich, dass es irgendwie eine Form von Luxuszuschlag oder irgendwelche Restriktionen für die Buchung von Allegris mit Meilen geben wird. Für die First Class sogar ganz sicher, wenn dann nur drei Sitze frei sind in einer Kabine, kann ich mir nicht vorstellen, dass da ein großes Inventar irgendwie für Prämienbuchungen freigegeben wird. Aber auch für die Business Class, denke ich, wird es irgendeine Restriktion geben. Vielleicht wird das so aussehen, dass nur Miles & More Mitglieder, aber keine Star Alliance Vielfliegerprogramme da Verfügbarkeiten bekommen. Vielleicht muss man einen Status haben, wie das bei der Swiss First Class schon heute der Fall ist. Irgendwie eine Restriktion wird es für die Buchung von Allegris am Anfang mindestens geben, da bin ich mir relativ sicher. Und am Anfang ist ja auch jeder neugierig, das heißt, da verkauft sich das Produkt wie von alleine. Ist ja auch so, es werden am Anfang nur sehr, sehr wenige Flugzeuge mit diesem neuen Produkt sein. Die werden ja sukzessive in die Flotte eingespült sozusagen. Und das macht natürlich dann für Lufthansa am Anfang, wird das ein riesen Reibach werden. Denn der Bedarf, diese Kabine mal zu testen, wird am Anfang viel, viel größer sein als das Angebot. Ne? Ja, wird teurer werden. Ja gut, dann haben wir, glaube ich, erstmal, also alles, was man sagen kann, haben wir erstmal alles Wesentliche zu Lufthansa und Allegris ab 2024. Wir glauben natürlich ganz fest dran, dass da in 2024 jetzt wirklich Schlag auf Schlag geht. Aber sag mal zum Schluss, Kai, ist die Lufthansa eigentlich die einzige Airline, die für 2024, 2025 schon größere Updates, schönere Interieurs, neue Bordprodukte und so weiter angekündigt hat? Oder gibt es da noch andere Airlines mit, die den Mund voll nehmen? Ja, es gibt schon eine ganze Reihe von Airlines, die eigentlich jedes Jahr gibt es ein paar Airlines, die mit einem neuen Bordprodukt irgendwie an den Markt gehen. Und das ist natürlich auch 2024 so. Die machen meistens nicht so viel Bohai. Vielleicht kriegt man es auch in Deutschland einfach nur nicht so mit wie bei Lufthansa. Das kann ja durchaus sein. Lufthansa hat das Glück, dass jetzt nicht die ganz Großen der Branche mit neuen Produkten irgendwie an den Markt kommen nächstes Jahr. So die europäischen Konkurrenten, die haben alle ihre Produkte schon ein bisschen aufgerüstet. British Airways, Iberia hat in den letzten Jahren schon sukzessive neues Produkt eingeführt. Air France und KLM haben auch in ihren neuen Flugzeugen neue Produkte, sodass da also der Vergleich, der droht nicht. Ne? Die Airlines, die jetzt auf uns zukommen oder die neben Lufthansa noch in Frage kommen, sind eher so zweite Reihe oder sind weit weg. So im Pazifikraum gibt es mit Air New Zealand, Qantas in Australien, Cathay Pacific in Hongkong. Das sind alles schöne Airlines, aber das ist jetzt für uns in Europa nicht so wahnsinnig interessant. Air India kommt mit einem neuen Produkt. Air India war jahrzehntelang eine fürchterliche Airline mit einem fürchterlichen Bordprodukt. Die sind jetzt übernommen worden von der Tata-Gruppe und die hat mächtig aufgeräumt und hat hunderte von neuen Flugzeugen bestellt und die machen da richtig, die geben richtig Gas. Und das sieht interessant aus, was da kommt. American Airlines kommt mit einem neuen Produkt, Etihad kommt mit einer neuen Klasse. Aber das ist jetzt alles nichts, wo sich Lufthansa unbedingt mit vergleichen muss. Insofern hat Lufthansa nächstes Jahr die Bühne ein Stück weit für sich selbst, jedenfalls aus europäischer Sicht. Ja, also es sieht dann nicht ganz so düster aus. Kai, ganz herzlichen Dank auch für diese Episode. Und wenn ihr uns weiter zuschaut, wir halten euch natürlich auch auf dem Laufenden. Also wenn dann da nächstes Jahr was Bahnbrechendes oder Flugbrechendes passiert, dann halten wir euch da natürlich selbstverständlich auf dem Laufenden. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Alles nochmal nachlesen kannst du jederzeit, wie immer, auf unserer Website truemilespodcast.de. Falls du Fragen an uns hast zum Thema dieser Episode oder zum True Miles Podcast allgemein, schreib einfach eine E-Mail an mail@truemilespodcast.de oder lass uns gerne hier im Video unten den Kommentar da. Oder du kannst uns auch per LinkedIn, Facebook oder Instagram erreichen, alles immer unter True Miles Podcast. Und übrigens, falls du bei Apple oder Spotify aktiv bis uns dort hörst. Da freuen wir uns natürlich auch riesig. Da kannst du tatsächlich 5 Sterne runterlassen auf uns. Und das hilft enorm, unseren Podcast weiter nach vorne zu treiben. Würde uns riesig freuen. 5-Sterne-Podcast. Ja, ist mir so rausgerutscht. Bis nächste Woche. Herzlichen Dank, Kai. Gerne. Und an euch alle Grüße. Ciao, ciao. Bis bald. Nächste Woche.